Und da sind wir auch schon wieder. Geht direkt weiter, Stück für Stück. Direkt Vollgas. Und da ist Garn. Yay, wir sind wieder frisch. Oh nein, ich hoffe mich drauf. Ein B. Ich denke mal, den Klotz, den werden wir für irgendwas brauchen. Deswegen bastel ich mal eine Brücke und nehme den mit. Wenn das geht. Der muss einen Grund haben, warum der hier ist. Weiß ich glaube, das bringt jetzt nichts. Guck mal. Nigel. Ah. Vielleicht. Nochmal mal mitnehmen hier. Vielleicht brauchen wir den auch gar nicht, aber ich nehme mal mit. Doch, ich glaube, wir brauchen den. So ein Hebel. Hebel. Ja, Hebelgesetz. Hebelrätsel. Wie auch immer man das nennen will. Wir brauchen ein Gegengewicht für unsere Fettheit. Das sind ja auch nur so eine scheiß Wolle, ne? Die wiegt auch gerade so viel, dass sie eine Wippe runterdrücken könnte. Okay. Und schaukeln. Ui. Okay, wollte gerade sagen. Oh nee. Im Gartenhaus gefangen. Aber solange wir Garn haben, wer auch immer das hier verteilt. Bring das was? Ist schon wieder so ein Buchstabe. Ey, das soll's jetzt wohl mal nicht machen hier. Nimm mal lieber den Block hier mit. Die Dose, Dünger. Wir wollen ja keine unnötigen Faden verschwenden. Wegen. Vielleicht brauchen wir den Dünger auch wieder nicht, ne? Wer weiß das schon. Okay. Ach, ich muss den vielleicht auch mit nach da oben nehmen. Nö. Hat er nicht gemacht. Dann ist hier ran. Dann machen wir hier noch eine Brücke. Dann. Der Hoffnung, es passiert was. Bleib schön da. Mal aufhören, irgendwo was runterzuschubsen. So hier eine geile Brücke zu bauen. Das klappt nicht. Ah, jetzt. Ich hoffe, wir können den da durchziehen. Ah, oh, das kann nicht sein. Ätzend. Natürlich kann ich keine zwei Brücken bauen. Warum sollte ich sowas auch können? Könnte ja auch einfach sein.
Ah, ich bin zu. Also es ist Wolle, so fett ist sie nicht. Bleibst du wohl da? Hallo? Okay, die Steuerung merke ich schon, die ist für feine Arbeit nicht gut da. Jetzt ohne das runterzuschubsen. Dankeschön. Nein. Oh! Ey, Edson, was ist das für eine Gay-Steuerung? Mal ganz im Ernst. Ist das nicht witzig? Hallo? Alles klar. Kletterst du mal eben? Ey, wie oft ich jetzt diese Scheiße schon gemacht habe, ey. Nur weil er keine zwei Brücken bauen kann und das ein schmaler Grat ist und die Steuerung nicht richtig funzen will. Das ist ein Dreck. Feiner für Grobmotoriker ist das Game, habe ich so einen Eindruck. Kites dauert nicht lange und dann fuck. Ah. Weißt du was, bleibt da unten, ne? Juckt mich jetzt auch nicht. Och, das ist doch Arschloch, das Game. Kannst du mal. Kannst du das nicht einfach lassen? Und einfach funktionieren? Nee. Wir haben vergessen, Hitboxen im Spiel einzubasteln. Ja, komm. Ich geb's gleich auf, ey. Und wir werden zahlen mit zwei Parts, ey. Draufgeschissen. Wenn das Spiel mich nicht mag und nicht so. Es soll wahrscheinlich nicht mal so sein, wie es gerade ist. Es funktioniert nur einfach wieder nicht. Ey, lol, was sind das? Was ist das für eine Fläche, ey, dass man direkt runterfällt? Macht echt keinen Spaß gerade. Bisschen. Objekt, keine Ahnung, ey. Das Gefühl, der Textur ist nur Zierde. Und es hat nur einen schmalen Grad an wirkliches Objekt. Und sobald es da irgendwo mal runterfällt, geht es überhaupt nicht klar. Ich frage mich, wer sich sowas ausdenkt. Er dreht es auch so komisch. Ich gesagt, du sollst das hochstellen. Warum? Warum bleibst du da jetzt? Okay, ich werde das wahrscheinlich dann gleich rausschneiden müssen, weil diese Scheißrätsel einfach 5 Jahre dauert. Es ist ja nicht mal ein Rätsel. Ist einfach behindert gemacht, Alter. Lass es gleich einfach. Fertig. Also was. Das muss echt nicht sein, Alter. Schwachsinn ist das. Weil ich kann es ja auch hier anscheinend nicht dran vorbeischieben an dem Fahren. Ich werde jetzt nochmal ausprobieren. Und ob ich es an den. Aber ich denke mal, es wird wieder nicht funktionieren. Weil das haben sie sich wieder dabei gedacht, ne? Dass das wieder nicht geht, ey. Scheiße, so eine billige Kacke hier, das funktioniert, ne? Ach, das geht doch. Warum rutscht der so krass nach hinten, ey? Physik, ey. Easy. Da hab ich so gedacht, ja, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Ob das funktioniert oder nicht, ist uns egal. Es hat einmal funktioniert beim Testen durch Glück. Wir haben es nicht öfters ausprobiert, weil wir uns zu fein sind für sowas. Kann ich drauf verzichten. Ich werde es einfach rausschneiden, es. Keine Ahnung, er tut nicht nur, dass das. Halb drinne geglitscht. Jetzt, ey. Meine Fresse, ey.
Kacke hier. Kannst dich nicht festhalten, ne? Nur dieses Gedönse. Glitch. Mal müsste ich halt tot sein, weil ich Kilometer fahren verloren habe. Fehlendes Stück. Wunderschön, meine Freunde, wunderschön. Disteln und Gräser. Wie schön es war, als wenn es... Bitte? Ach, kann ich ja nicht lesen. Wie schön es war, als es neu war. Wie schön es immer noch ist, obwohl die Zeit es verändert hat. Disteln und Gräser. Wunderschön, aber ich kann mir vielleicht denken, worum es hier geht. Vielleicht Trauer. Es geht um Trauerverarbeitung oder sowas ähnliches vielleicht. Hier sind ja überall Erinnerungen. Ich schätze mal, die alte Frau erinnert sich einfach an ihren Mann und an ihre Enkel. Das waren ja drei irgendwie auf dem Foto. Die erinnert sich einfach daran wieder. Oder sie ist so in ihrer Trauer versunken. Dass wir als kleiner Wolleproppen versuchen ihr zu helfen und wir haben hier 2 von 5 Geheimnissen gefunden. Das Meer. Das wird, denke ich, das nächste Level sein, weil wir da reingehen können. Und das machen wir doch. Wer sind die denn? Ist das etwa die Oma und der Opa? Oder sind es Geschwister? Ja, ich würde sagen, das war es dann erstmal für den Gameplay. Part 2. Ja, keine Ahnung, was das hier werden soll. Irgendwas. Eine Vorstellung des Spiels. Mal schauen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part.